Ihr habt eine Stunde Zeit. Die Freuden der Pflicht. Jeder kann schreiben, was er will. Nur von den Freuden der Pflicht muss es handeln. Wer jetzt noch spricht, wird aufgeschrieben. Ruhe! Ihr könnt anfangen. Setzt euch. Ich wollte diesen Herrn nur einen Augenblick. Bitte, meine Herren, kommt hier rein. Morgen. Bitte, meine Herren. Morgen. Was haben wir denn heute? Deutschstunde. Ich lasse einen Aufsatz schreiben. Wie schön. Wie heißt denn das Thema? Die Freuden der Pflicht, ganz allgemein. Ein gutes Thema. Ein nützliches Thema. Was sollte einem was dazu einfallen? Was, Friedländer? Ja, Herr Direktor. Halt's Maul, Charlie. Meine Herren, ich schlage vor, wir gehen jetzt zu den Werkstätten. Hier stören wir ja doch nur. Herr Kollege, jeder Wochentag hat auf unserer Insel seinen besonderen Namen. Heute zum Beispiel ist der ordnende Tag. Da werden die deutschen Aufsätze geschrieben. Morgen ist der beschissene Tag, da werden sie gelesen. Montag ist der stille Tag, da wird gelesen. Dienstag ist der blanke Tag, da ist Schuh- und Kleiderappell. Mittwoch, da ist der Musiktag, da dürfen die Jungs das Radio hören. Den Donnerstag, den nennen wir den frischen Tag, da ist Sport. Heute ist also der ordnende Tag. Der Sonnabend, das ist der fröhliche Tag, weil da der Inselchor musiziert, übrigens unter meiner Leitung. Tag, Herr Direktor. Tag, Dietje. Und schließlich der Sonntag, der besinnliche Tag mit Gesprächen, Briefschreiben, Stopfen, etc., etc. Diesem Eingehen auf die Psyche des heranwachsenden Menschen, dieser Toleranz, wenn Sie es so nennen wollen, verdanken wir, dass die Fluchtversuche erheblich abgenommen haben. Wie viel sind es denn? Etwa 8 im Jahr. Es sind immer die gleichen Gefangenen, die zu fliehen versuchen. Selbstverständlich ohne Erfolg. Wer allerdings die Insel ordnungsgemäß verlässt, kehrt nicht wieder zurück. Nicht hierher und in keine andere Anstalt. 80% der von hier entlassenen Jungen werden nicht mehr straffällig. Das ist eine Zahl, auf die ich mit Stolz und Genugtuung verweisen kann. Noch 50 Minuten. Tschüss, ne? Nehmen Sie mit. Die eine Stunde wird gegessen.
Jens. Tag, Ditte. Sergej. Sergej. Komm rein. Tag, Herr Doktor. Ja. Nimmst du Tee oder Schnaps, Jens? Mir ist noch Schnaps. Nix, bitte. Heute nix. Was Neues von Klaas? Nee, nix Neues. Was ist das mit Max? Aus Berlin? Jetzt sag Max. Ich wundere nur, dass es nicht schon früher passiert ist. Max arbeitet. Unten am Graben. Max. Fehlt noch ein bisschen Wut, nicht? Dunkelgrün fehlt noch. Dann kann die Mühle losklappern. Die wird nicht mehr klappern. Warte mal. Das ist vorbei. Die wird noch nach uns klappern, warte mal. Da, Max, da ist was aus Berlin. Was ist gleich zu lesen? Komm, Jens, wir hauen ab ins Atelier. Ich habe noch einen Genever, da wächst aus jeder Hand ein sechster Finger. Nicht aus Holland, aus der Schweiz, von irgendeinem Museumsmenschen. Den Brief da hast du gleich zu lesen, Max. Ist aus Berlin. Idioten, diese. Ich habe mir das nicht ausgedacht, Max. Ich weiß. Und ich kann es auch nicht ändern. Weiß ich. Der Innerschrift kann nie lesen. Sie haben viel zu unterschreiben. Das glauben die doch nicht. Das glauben die doch selber nicht, diese Idioten. Verbot, Berufsverbot. Vielleicht auch noch Essverbot, Trinkverbot. Das kann man ja gar nicht unterschreiben mit seinem Namen. Das Malverbot hat mit Kenntnisnahme in Kraft gesetzt zu werden. Steht das nicht so geschrieben, Max? Ja, so steht's geschrieben. Das meine ich doch. Ab sofort. Weiß Gott.
Also das will Berlin verbieten. Und andere Städte. Kopenhagen, Zürich, London, New York. Und dann gibt Paris. Berlin bleibt Berlin. Warum glaubst du, Max, warum sollst du aufhören zu malen? Warum verlangen Sie das von dir? Vielleicht rede ich zu viel. Reden? Die Farbe hat ja immer viel zu erzählen, nicht? Wer kennt schon die Farbe? Aber in dem Brief steht was anderes. Da steht was von Gift. Mhm. Ich weiß, Gift mögen die nicht. Aber ein bisschen Gift ist ja nötig. Zur Klarheit, nicht? Tja, ich hab mir das nicht ausgedacht, Max. Diese Idioten. Als ob die nicht genau wüssten, dass das unmöglich ist, Malverbot. Sicher, die können vielleicht manches verhindern mit ihren Mitteln, das mag sein, aber das eine nicht, Jens. Dass einer aufhört zu malen. Haben schon andere versucht. Lange vor ihnen. Brauchen ja nur nachzulesen. Das hat noch keiner geschafft. Nicht durch Verbannung, nicht durch Blendung, wissen wir, Lütten. Und wenn sie die Hände abhacken ließen, dann haben sie eben im Mund gemalt. Aber das Verbot ist beschlossen und ausgesprochen, Max. Das ist es. Ja, ja. In Berlin. Sie haben mich beauftragt, das Malverbot zu überwachen. Dass du das auch weißt. Was die? Ja, mich. Ich bin am nächsten dran. Und wie, Jens? Wie wirst du das Verbot überwachen? Wart's mal ab. Ja und? Ich war aus Berlin, ich weiß auch nicht. Behalte mich mal im Auge. Das lasse ich wohl machen lassen. Sigi! Passiert und Jens wird das Verbot überwachen. Jens? Jens Ole Jepsen aus Glüserup, der ist am nächsten dran. Du mir anzubieten? Ja. Gut. Wie du willst, Jepsen. Wir werden ja sehen. Was? Bildhändler, wer jetzt noch schwätzt, wird aufgeschrieben. Ich halte mich an dich, wenn es laut ist. Unsere neuen Werkstätten bieten jede Möglichkeit der Ausbildung. Zimmerer, Schlosser, Maler, Gärtner, alles. Bitte bedienen Sie sich doch. Auch Schneider. Bereitwilligkeit ist alles. Alles, was wir auf unserer Insel brauchen, machen wir uns selbst. Gebäude, Werkzeuge, Ideale. Ja, auch Ideale. Wir sind eine Gemeinschaft. Eine Inselgemeinschaft. Ja, was? Soll reinkommen. Die selbst bestimmt, was nötig ist. Muss das jetzt sein? Ich muss Sie sprechen, Herr Direktor, sofort. Bitte. Du wartest draußen. Bitte? Sie müssen ein Exempel statuieren. Es ist das zweite Mal in einem Monat, dass einer es wagt, dass einer ein leeres Heft abgibt.
der Deutschen. Immer in der Deutschen. Ich mach nicht weiter so, Herr Direktor. Komm rein. Sie Jepsen, Herr Direktor. Oh, ich weiß. Herr Jepsen ist unser Kunstexperte. Ein jugendlicher Kunstdieb, der sogar etwas von Bildern versteht. Ich bitte dich um eine Erklärung. Aufsässigkeit, das ist die ganze Erklärung. Bitte, Herr Kollege. Ich habe nicht gewusst, wie ich es anfangen soll. Das kenne ich. Herr Kollege. Es ist so viel. Was, Sigi? Was ist so viel? Willst du nicht antworten? Sie müssen ein Exempel statuieren, Herr Direktor. Ein abschreckendes. Es war zu viel, was dir einfiel. Ist es das, Sigi? Gut. Du wirst jetzt in deine Zelle gehen und wirst deinen Aufsatz schreiben. Und wirst dabei einsehen lernen, dass Deutschaufsätze geschrieben werden müssen. Ich werde dafür sorgen, dass alle Ablenkungen von dir ferngehalten werden. Du wirst allein essen. Niemand wird dich besuchen, sodass du in Ruhe den Freuden der Pflicht nachspüren kannst, solange es nötig ist. Einverstanden, Herr Kollege? Einverstanden. Wo waren wir stehen geblieben? Ach ja. Es besteht natürlich kein Zwang, einen Beruf zu erlernen. Nur arbeiten. Arbeiten muss jeder auf unserer Insel. Engern Philipp Neff. Du weißt, was mit ihm passiert ist. Gar nichts weiß ich. Dann musst du auch einen Aufsatz nachschreiben. Ein Mensch, der mir auffiel. 2 Tage und 2 Nächte hat er hier gesessen. Am 3. Tag hat er einen Wärter niedergeschlagen und ist abgehauen. Er wäre auch rübergekommen, wenn er nicht mitten in der Elbe ertrunken wäre. Was war Philipp Neff? Ein einziges Wort hat er in sein Heft geschrieben. Karunkel. Karunkel? Vielleicht ist ihm einer mit einer Warze besonders aufgefallen. Sind schlimme Sachen, mit denen Sie dich plagen? Die Freuden der Pflicht. Tut mir leid, Sigi. Tut mir wirklich leid. Das Rauchen auf den Zimmern ist verboten. Ich weiß. Ach, Hilke, nimm mich doch mit! Nein!
bedeutet das? Hallo! Was machst du denn hier? Hier, Onkel Max? Tag, Max. Tag, Hilke. Das ist Adi, mein Verlobter. Wir arbeiten im selben Hotel. Ja, Tag, Jutta. Tag, als Kellner? Nein, er spielt Akkordeon. Nee, das ist Jutta, die wohnt bei uns. Tag, ich habe auch mal Akkordeon gespielt. Kommt ihr mit, wir gehen zur Hütte. Sind Sie gut? Hey, was gibt's dir das Jungs? Hast du keinen Besen? Nur so eine Ecke. Nehmen Sie Platz. So, mein erster Aufwärmen. Nicht für mich. Lass ihn nicht mehr besorgen. Denken wir das doch bitte. Lass ihn nicht mehr besorgen. Ach so, bitte. Kannst du nicht haben, das brauche ich nicht. Warum zeichnest du mich nicht? Was ist was brauchen? Kann ich nicht. Warum denn nicht? Hab mir die Hand verbrüht. Was hast du? Für lange Zeit. Ach, tu denn nicht. Wie soll es denn heißen? Ich bin noch nicht fest. Lachmöbeln-Dienst weiß ich noch nicht. Tag, Max. Sigi da? Ja. Ja. Tschüss, ne? Tschüss, Sigi. Tschüss. Da ist er. Hosen runter. Fick dich. Fick dich.
Was hast du zu sagen? Ich habe bei Dunkelheit hier zu sein. Du hast bei Dunkelheit zu Hause zu sein. Jawohl. Das verlangt deine Mutter. Und das verlange auch ich. Bei Dunkelheit zu Hause. Du brauchst nicht mehr zu verstehen, als du gesagt bekommst. Das genügt. Hast du mich verstanden? Ja. Brauchbare Menschen müssen sich fügen. Ja. Mein Bruder Klaas. Er hat gedacht, er ist was Besonderes. Und jetzt? Erst liegt er am Lazarett, weil er sich verstümmelt hat. Dass man sich schämen muss. Aber aus dir mache ich was Brauchbares. Du wirst sehen. Hat er gearbeitet, Amara? In der Hütte, der Amara. Hat er gearbeitet, als ihr da wart? Er hat uns Möwen gezeigt. Und jede Möwe sah so aus wie du. So. Sah aus wie ich, so. Hast du gesehen, wie er gemalt hat? Nein, Helke hat das Bild auf dem Tisch gefunden. Und er? Hat es wieder weggesteckt. Wir werden zusammenarbeiten, Sigi. Du wirst mir helfen. Gegen uns beide kommt keiner an. Nicht mal er. Du wirst für mich arbeiten und ich werde dafür aus dir etwas Ordentliches machen. Und jetzt hör auf zu heulen und hör mir zu. Hör, Sigi, hör! Ich kann nicht mehr. Ach, los! Und das ist genug. Sigi! Lass mal die Göhren am Lückentisch sitzen! Liebe Freunde, lieber Theo, das also 30 Jahre her, erinnerst du dich noch, Theo? Tit und ich, wir wohnten damals in einer schäbigen Pension in Köln. Wir hatten seit Monaten keine Miete mehr bezahlt. Am Anfang, als wir einzogen, da war ich ja noch Lehrer an der Gewerbeschule. Naja, also eines Tages, ich wusch gerade unser geliehenes Geschirr ab, als ein Dr. Busbeck die schlecht erleuchtete Holztreppe zu uns raufstieg und schüchtern fragte, ob er mal was sehen dürfte. Ja, der durfte. Ja, dann hat er sich in eine Ecke gesetzt und hat sich ein paar Matten durchgesehen. Ja, Dit und ich, wir hatten ihn beinahe schon vergessen. Und da trat er plötzlich an unseren wachstuchbespannten Tisch und legte 400 Goldmark drauf für 10 Blätter. Ja, und dann hat er noch gefragt, ob er mal wiederkommen dürfe. Da konnten wir da nicht Nein sagen. Ja, das ist genau 30 Jahre her, Theo. Danke. Und auch danke für alles nachher in Köln, Luzern und in Amsterdam. So was vergisst man nicht. Amsterdam. Tja. Ja, Theo, nun bist du wie uns im Blicken warf. Tja, Theo, also denn auf den 60. Ja, es ist an mir zu danken, Max. Und auch dir will ich danken. Liebe Dit, dass ihr mich hier aufgenommen habt. Und überhaupt. Das
dass ich euch zur Last fallen muss, schon so lange Zeit. Das machen Sie ja nicht für ewig. Ja, vielleicht kommt doch noch einmal die Zeit, wo ich an meinen Platz zurückkehren darf. Ich danke für deine Freundschaft, Max. Für die große Auszeichnung deiner Freundschaft. Du, der draußen als der größte Dramatiker des Lichts... Ja, so werden wir uns mal den Geschenk des Spekieren, nicht? Spielst du, Adi? Heute ist Geburtstag. Dann spiel leise. Nur für uns. Früher bei meinen Eltern, da hatte ich auch ein Akkordeon. Ich konnte auch spielen. Warum spielst du nicht? Er soll spielen. Es ist sein Kasten. Seine Mutter möchte es doch nicht. Aber die anderen wollen es. Der Pastor mitgebracht. Wir wollen ihn mal nicht aufstecken. Ja, aber ich habe das Richtige getroffen. Und hier arme Schäfer, von der selbstgeschrieben. Selbst lange raus. Und wieder Steinkauf, von 1622 bis zur Gegenwart. Ja, tut was für die Heimat unser guter Freund. Und der Kosakenkabinett ist von Husen und Wie du siehst, ich habe noch alle dran zu machen. Das ist fertig. Nein, das wird. Nur noch zu viel sagen. Das ist zu viel, Max. Das kann ich nicht annehmen. Das sollst du ja auch erst, wenn es fertig ist. Das soll ja wohl die Ärmelkanal sein. Da hätte ich früher als schon daran hat. Das ist aber ein Bühne, das kenne ich doch. Was ist denn los? Musik! Weißt du, was das heißt? Ihr habt mir Berufsverbot gegeben. Genügt euch das nicht? Was fällt euch noch ein? Ihr könnt doch nicht Bilder beschlagen haben, die noch niemand zu Gesicht bekommen hat. Nur Ditte kennt allenfalls Theo. Du hast den Brief gelesen. Ja, Herwig, verdammt nochmal. Dann weißt du auch, dass verfügt worden ist, alle Bilder aus den letzten 2 Jahren einzuziehen. Ich habe sie morgen gut verpackt auf der Dienststelle in Husum abzuliefern. Vielleicht werden die Bilder zurückgeschickt eines Tages. Die Dienststelle prüft sie nur und schickt sie dir zurück. Jens, mein Gott, Jens, wann wirst du endlich merken, dass die Angst haben?
dass nur die Angst, dass es ihnen rät, sowas zu tun, Berufsverbote auszusprechen, Bilder zu beschlagnahmen. Zurückschicken, ja, vielleicht aus Asche. Ist was, Max? Nein, wir kommen gleich, Theo. Du hast den Bericht gelesen, Max. Ist in Berlin verfügt worden und das genügt. Ich muss dich auffordern, bei der Sichtung der Bilder zugegen zu sein. Jens, weißt du überhaupt, was du tust? Nur meine Pflicht. Gehen wir. Nur, dass sie sehen, dass ich meine Pflicht getan habe. Dabei nicht helfen. Hat noch keinem geholfen. Beschlagnahmen, zerschneidet, verbrennt. Was einmal gewonnen ist, wird bleiben. Du, so kannst du nicht mit mir sprechen. Und die kann ich noch ganz anders snacken. Wenn ich dich damals nicht rausgeholt hätte, wärst du heute bei den Fischen. Einmal muss man quitt sein. Und du weißt, wozu ich verpflichtet bin. Ja, ich weiß. Und damit du das ganz genau weißt, das kotzt mich an. Immer wenn ihr von eurer Pflicht redet, dann müssen andere sich auf was gefasst machen. Ich frage nicht nach dem Möwenbild. Damit sind wir quitt. Aber heute, Max, pass auf. Mehr kann ich dir nicht raten. Pass auf. Bin drauf eingestellt. Gehen wir. Ja, wie du willst. Gehen wir. Lass niemand was merken. Da kann er sich ein bisschen hinlegen. Ich muss was zu essen haben. Willst du schon was? Darf ich jetzt zurück zum Geburtstag? Komm mit. Pack alles zusammen. Tu doch den Matti. Pack alles in den Koffer. Wir dürfen nichts vergessen. Er soll alles mitnehmen. Alles. Rast er dir ab? Er hat hier nichts verloren. Deshalb rast er ab. Warum denn? Das verstehst du nicht. Wir brauchen keine Kranken in der Familie. Silke auch ab? Das wird sich zeigen. Bald werden wir wissen, welche Bande stärker sind. Schön ist es hier draußen im Blickenbach. Ja. Na, das klingt nicht gerade sehr begeistert, Herr Busbeck. Dafür hat man nun gearbeitet. Meine Galerie, Pläne. Komm, Hexe, den Anzett. Gestern Abend. Dann Murzi. Ich muss auch noch Brote streichen. Ach, guck mal, erst Rute, Köpfe, Köpfe.
Nee, mich kannst du ja auch mit deinem Eierlikör. Ob so eine Fabrik Zukunft hat, das möchte ich wissen. Genehmigung wäre schon zu kriegen. Nein. Saubere Destillierhalle zum Beispiel. Ein Händchen frei halten. Auf jedem Bundesstudenten für Eierlikör. Die Gitte gibt mir dann zur Verfügung und Geld wird ausgelassen. Man kann das Zeug ja schließlich auch noch ein bisschen verdünnen. Hallo! 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 Ja, also, großer. Ich weiß gar nicht, ob ich das noch kann. Ich beliefere den Wehrmacht. Das geht dann ganz nicht vor. Ich sag dir, es gibt Gegenden, da werden ausgesprochen werden. Das kannst du mal machen. Jemand gehört? Nein. Du musst mich verstecken, Kleiner. Du hast doch ein gutes Versteck, nicht? Ja. Also los. Los. Zur Schleuse. Was ist denn hier los? Ausstellung. Läuft deine Ausstellung. Gefällt dir mein Versteck? Wenn du was sagst, bin ich erledigt. Es war noch niemand hier. Du bist der Erste. Kein Mensch darf erfahren, dass ich hier bin, verstehst du?
ein gutes Fester, Kleiner. Aber Vater... Ich bring dich um. Ich mach dich fertig, wenn du ihm was sagst. Hast du verstanden? Was denn? Hast du verstanden? Ja, ich sag niemand was. Ist Hilke da? Ist zurück nach Hamburg. Ist was? Alles ruhig. Hau jetzt ab, Kleiner. Lauf nach Haus. Wenn dich wer fragt, du weißt von gar nichts. Los, mach schnell. Wenn du zurückkommst, bring was zu essen mit. Mach ich. Da. Wo kommst du denn her? Ich wohne da. Und wo kommst du jetzt her? Ich war spazieren. So früh? Gehört er zu Ihnen? Na? Er sagte, war spazieren. Steht er immer so früh auf? Sie. Wir haben ja nicht, dass Sie auf Ihrem Geld ist, eine Rücksicht auf Sie nehmen. Nix. Wir haben ja Kollegen da. Die suchen was. Sei ruhig und iss. Wir kommen bestimmt aus Husum. Du bist nicht gefragt. Wollen die Vater mitnehmen? Weiß ich nicht. Kann gut sein, dass er plötzlich vor der Tür steht. Er war am Lazarett bei den Gefangenen. Da ist er abgehauen. Wann? Gestern. Gestern Abend. Damit hat er sich alles zerschlagen. Er wäre mit Zuchthaus davongekommen. Oder mit Strafbataillon. Jetzt hat er nichts mehr zu erwarten. Warum hat er das gemacht? Kannst du ihn ja selber fragen. Er kommt nicht hierher. Nach allem, was er uns angetan hat, wird es wohl nicht wagen, herzukommen. Er wird kommen.
Hoffentlich weißt du dann, was von dir erwartet wird. Ich jedenfalls möchte mit ihm nichts mehr zu tun haben. Wenn er hier auftaucht, bin ich nicht für ihn zu sprechen. Du hast da mal anders gesprochen. Und außerdem, er ist verwundet. Verstümmelt. Klaas ist nicht verwundet, er ist verstümmelt. Und das hat er selbst besorgt. Dazu ist auch was nötig. Angst. Angst ist dazu nötig, das stimmt. Noch ist Klaas nicht da. Wer weiß, ob er überhaupt durchkommt. Und wenn er durchkommt? Ich weiß, was ich zu tun habe. Was geschehen muss, wird geschehen. Da kannst du ganz ruhig sein. Du hast ja wohl gehört, Klaas ist abgehauen. Kann sein, dass er hier auftaucht. Er wird bestimmt hier auftauchen. Er wird was zu essen verlangen. Ein Versteck brauchen. Dass du mir ja nichts tust, ohne mir Bescheid zu sagen. Jeder, der ihm hilft, macht sich strafbar. Auch du. Auch du machst dich strafbar. Was werden Sie mit ihm machen, wenn Sie ihn haben? Was er verdient hat. Wenn du lesen kannst. Rieke kommt zurück. Ich will diesmal für immer nach Haus. Du kannst sie am Sonntag vom Bahnhof abholen. Jen? Oko? Tee? Willst du eine Tasse Tee? Ja, das ist genau das, was ich brauchen kann. Eine Tasse Tee. Ilke kommt zurück. Ja. Der Tee ist meine Rettung. Wo willst du denn hin? Ach, nein. Gestern war Flugzeuge da. Englische. Come rüber, Van Dijk. Mustangs. Ich konnte sie ganz genau erkennen.
Du solltest ihn in Ruhe lassen, Jens. Jetzt fängst du auch noch an. Das Malverbot ist in Berlin beschlossen worden. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Ich habe hier alles meine Anweisungen. Und darüber bin ich nicht hinausgegangen. Das heißt, dass du hinter ihm her bist. Hinter ihm her? Was heißt hier hinter ihm her? Einer muss ihm doch beibringen, was gegen ihn verfügt worden ist. Und das ist meine Aufgabe hier. Das heißt, dass du mehr tust, als einer tun sollte. Ihr wisst ja nicht, was die von mir erwarten. Ja, das wissen wir wohl nicht. Ich habe meinen Auftrag. Ich habe ihm erklärt, was er nicht tun soll. Und er hat mir erklärt, was er auch weiter tun wird. Ich kann keine Ausnahme zulassen. Aber er will die Ausnahme sein. Willst du noch einen Tee? Ja, einen Tee. Bring das mal denen bei. Wie so viel zu erzählen haben. Einige Leute machen sich Sorgen um die, weil die glauben, dass die Zeit sich einmal ändern könnte. Du weißt, dass er so viele Freunde hat. Ich weiß noch mehr. Ich weiß, was er denen im Ausland draußen bedeutet. Ich weiß auch, dass es hier verschiedene gibt, die stolz auf ihn sind, weil er unsere Landschaft erst bekannt gemacht hat. Ich weiß auch, dass man in Kopenhagen, in London, in Paris zuerst an ihn denkt, wenn man an unsere Landschaft denkt. Ich weiß schon genug, das könnt ihr mir glauben. Aber Sorgen, wer seine Pflicht tut, braucht sich keine Sorgen zu machen. Auch wenn sich die Zeiten einmal ändern sollten. Ja. Dann ist es ja gut, ja. Ja, das ist es. Vielen Dank für den Tee. Trotzdem, Jens, du solltest ihn in Ruhe lassen. Vergiss nicht, dass wir zusammenarbeiten. Wenn du was siehst, musst du es mir melden. Gegen uns beide siegen kann keiner an. Kann ich jetzt gehen? Geh. Von mir aus geh nach Blickenbach. Aber halt die Augen offen. Ich habe was zum Essen mitgebracht.
bisschen Essen mitgebracht. Klaas. Weg hier, Kleiner. Bring mich hier weg. Komm nach Haus, Klaas. Wenn du erstmal da bist, dann... Schmerzen. Ich bring dich nach Haus. Nicht nach Haus, da bin ich geliefert. Wohin denn sonst? Der Maler. Bring mich zum Maler. Du weißt nicht, was geschehen ist. Er ist der Einzige. Er wird mich verstecken. Du weißt nicht, was geschehen ist, Klaas. Ich hätte gleich zu ihm gehen sollen. Schon heute Morgen. Klaas! Onkel Max? Was ist los? Na, Witwit, was Besonderes? Klaas ist da. Du musst ihm helfen. Was, Klaas? Na, im Raum liegt er. Er wollte zu dir mit. Mach vielleicht Sachen. Wir suchen ihn, sie waren schon zu Hause. Nichts wie Ärger hat man von euch. Da. Klaas, mein Junge. Was ist los mit dir? Kannst du gehen? Sicher. Ich muss verschwinden. Wir können vielleicht ein Löwetrieb kriegen und einem schon einheizen. Zu Hause kann ich mich nicht sehen lassen. Wenn sie mich schnappen, bin ich erledigt. Ihr könnt ihn ja nicht in Frieden lassen. Weißt du überhaupt, was du von mir verlangst? Nichts wie Ärger hat man von euch. Sollst du wissen, wie viel was passiert ist. Weiß ich. Ist aber immer nicht genug, ne? Ja, geh mal auf. Ich schaffe es schon, meine Sorgen zu halten. Gott verdorie, ihr macht vielleicht Sachen. Verstehst du, bevor man was schreiben darf? Vorbildung muss man haben, 30 Jahre muss man alt sein und was sonst Neues. Und? Ich mein bloß, wenn er verboten ist, dann muss er was dran sein, ne? Andererseits. Hi, Littler. Kann ich vielleicht noch einen Tee kriegen? Ein bisschen was drin? Kannst du keinen Rock kriegen, das Wasser ist noch heiß. Umso besser, Hinak. Ja, na, guck mal im Rock. Glück mit dem Entschen. Wenn du dich zu uns setzt, brauchst du nicht so weit zu tragen. Ja, glaub mal, man soll deine Feier nicht stören. Wo warst du denn da? Da draußen in der Hütte auf der Halbinsel. Darf man fragen, was in der Mappe ist? In Sonnenuntergang habe ich mir vorgenommen, Jens. Rot und grün, du. Ein Drama, fast keine Brechung. Jetzt sauer leben müssen. Was da drin ist, habe ich gefragt. Ich habe am Sonnenuntergang gearbeitet. Mach die Mappe auf. Ich habe ein Recht, dich zum Öffnen der Mappe aufzufordern. Ich fordere dich hiermit auf. Die Modulierung, die sind mir noch nicht richtig gelungen, aber da gehe ich morgen nochmal ran. Alles leere Blätter. Hör auf! Wer kriegt den Grau? Ich. Mich hast du nicht zum Namen. Was hast du erwartet? Ja. Da ihr gegen das Sichtbare seid, danke.
Halte ich mich an das Unsichtbare. Da musst du dir schon was anderes ausdenken. Da guck nur richtig hin mit deinem Kinderblick. Ich muss dich auffordern, anders mit mir zu sprechen. Auch wenn du dreimal Nansen heißt. Etwas zu viel bildest du dir ein. Beruhigt euch mal. Ihr seid euch doch nicht unbekannt. Diese Blätter hier sind hiermit eingezogen. Na also. Du kannst, wenn du darauf bestehst, eine Empfangsbescheinigung haben. Darauf bestehe ich. Na, ausstellen kann ich sie dir nicht gleich. Den Empfangsblock habe ich im Büro. Dann werde ich mich gedulden. Sind das wirklich leere Blätter, Jens, die du beschlagnahmt hast? Das lasse mal meine Sorge sein. Da sind unsichtbare Bilder dazwischen, haben Sie doch gehört. Offenbar sind die auch nicht mehr zugelassen. Du weißt, was hier gespielt wird. Und du kennst meine Pflicht. Diese Blätter hier werden untersucht werden. Ja, untersucht sie nur von mir aus. Steck sie im Fleischwolf von mir aus. Ich krieg den nicht kaputt. Ich muss dich darauf aufmerksam machen, dass du dich im Ton vergreifst. Eines Tages könnte es Folgen haben. Für dich persönlich. Ihr redet vielleicht miteinander. Was habe ich zu zahlen? Lutherdorf, setz dich erstmal wieder hin. Sag mir Bescheid, wenn du was entdeckt hast. Kann ich jetzt zahlen? Mensch, du sei doch vernünftig. Also gut. Da zahle ich eben morgen. Aus dem Kopf jedenfalls könnt ihr nichts konfiszieren. Ich muss dich anzeigen, Max. Tu, was du nie lassen kannst. Ist doch gleich in Ordnung. Die Anzeige muss ich trotzdem erstatten. Wie teuer soll denn das werden? Wie du siehst, ich habe da eine alte Sache vorgeholt. Interessiert euch doch nicht. Da habt ihr doch euren Daumen nicht drauf, oder? Du hast weitergearbeitet, Max. Wir brauchen uns doch nichts vorzumachen. Du hast deinen Beruf ausgeübt. Gegen das Verbot. War. Das sind doch ganz alte Sachen. Das sind keine alten Sachen, Max. Klar ist, wie er das dann Angst hat. So kann er nur heute dastehen. In meinem roten Mantel, weißt du, wann ich den gemalt habe? September 39. Macht nichts. Ich muss Anzeige erstatten diesmal. Jens, jetzt hör zu. Nun hör mir zum letzten Mal zu. Du, wir müssen noch sprechen können miteinander. Wir kennen uns so lange genug.
Herrgott, verdammt nochmal. Wer weiß denn, wie lange noch alles dauern wird. Ja, ich weiß, du hast deinen Auftrag. Jeder von uns hat einen Auftrag. Aber Jens, wenn wir beide uns auch verändert haben, so viel können wir doch erkennen, nämlich was für ein Ende das nehmen wird. Du seid ja vernünftig, Jens. Du, wenn du mich anzeigst, wenn du mich jetzt anzeigst, du, weißt du, was du tust? Ja, Max. Meine Pflicht. Glaubst, dass du deine Pflicht tun musst, dann sage ich dir das Gegenteil, du. Was du deine Pflicht nennst, ist für mich blinde Anmaßung. Was willst du damit sagen? Da. Bist du nur zufrieden? Das hättest du dir sparen können. Bunnigan. Kann mir nichts ersparen. Es gibt andere, viele andere, die sich an die allgemeine Ordnung halten. Aber wart's nur ab. Es sind schon viele geändert worden. Und auch du wirst dich noch ändern. Eines Tages. Ich hätte wissen müssen, was von euch zu erwarten ist. Umso besser. Du wirst von mir hören. Das habe ich schon. Können wir essen? Ja? Gleich. Guten Abend. Alles klar. Solange man noch genug Heringe bekommen kann. Das sollte mal in Hamburg sein. Wir haben hier auch unsere Sorgen. Hamburg. Tja, jetzt ist es so weit gekommen, dass ich nicht mehr großzügig sein kann. Aber das hat er selber so gewollt. Ist was mit Max? Was ist denn passiert? Dieser Dr. Busbeck. Max wäre ein ganz anderer, wenn der nicht wäre. Gesetze, glaubt er, Verfügungen, die sind für die anderen da, nur nicht für ihn. Wir werden Jungs hin. Ich weiß nicht, wer er ist. Ja. Kurzlos ist er.
Tja, jetzt ist es soweit, dass ich nicht mehr ein Auge zudrücken kann. Ich meine, eine Freundschaft, die ist auch kein Freibrief für alles. Manchmal denke ich, Max soll sich freuen über das Verbot. Vielleicht bringt ihn das wieder zur Besinnung. Wenn man so sieht, was er da alles malt. Die grünen Gesichter. Den verwachsenen Körper. All dies Fremde. Er malt doch direkt die Krankheit mit. Ein deutsches Gesicht, das kommt bei ihm nicht mehr vor. Ausland ist er gefragt. Weil die selber krank sind. Husbeck. Husbeck hat ihn so weit gebracht. Richtig entartet ist doch das alles. Diesmal muss er seinen Denkzettel haben. Wenn man weiß, wie Ditte am Geld hängt. Eine Geldstrafe würde die am meisten treffen. Ich gebe das nach Husum weiter, nicht nach Berlin. Sollen Sie sich in Husum was ausdenken? Herr Stoß, gegen die Verdunklungsverordnung und Missachtung des Malverbots. Da kommt was zusammen. Was ist denn da drin? Diesmal konnte er mir nichts vormachen. Hast du das gemacht? Er selbst. Ich habe ihn in die Ecke gedrängt. Raus kommt er nicht. Er selbst hat sein Bild zerrissen. Aber das wird ihm nichts nützen. Ein eigenes Bild? Was war es denn? Kann ich die Schnipsel haben? Wie lege ich der Anzeige bei? Das geht mit als Beweis. Bitte zusammen. Nicht nötig. Die Fetzen genügen. Was ist denn das noch? Diese Zeit jetzt? Räum das weg, Siggi. Inne, du? Ja, draußen im Bad, Jens. Amerikaner. Du musst sofort raus. Amerikaner? Also nur mit der Reihe nach. Ja, also ich war da auf der Veranda. Plötzlich so ein Brummen in der Luft und das stößt auch schon so ein Viermotoriges aus den Wolken direkt nach unten. Immer tiefer. Ich habe das ganz genau gesehen, das war ein Ami. Ja, da hat es gebrannt und über See ist es dann explodiert. Ja, und du meinst, der Pilot hat... Ja, der Pilot hat abgesprungen. Ja, hast du was gesehen? Dein Fallschirm? Nee, zu sehen war noch nichts. Gut, vielen Dank. Ich werde mal nachsehen. Tschüss, ne? Ich muss noch mal raus. Komm mal.
Reifenglas, das war alles. Er weiß das nicht, Junge. Dein Vater? Irgendjemand hat ihn auf die Spur gebracht. Sigi. Vielleicht. Weiß Onkel Max, dass du weggehst? Wo willst du denn hin? Weiß nicht. Warte! Aussehen. Machen wir weiter, Sigi, Nespa? Na, komm doch, komm doch. Ist doch nichts geschehen. Ob der Johann sich's absehen. Die kommen noch mal. Die kommen noch mal. Was? Die kommen noch mal. Die kommen noch. Komm, hinlegen. Schnell. Autos. Warum denn? Hast Angst bekommen, was? Du weißt was? Was denn? Wo denn? Ich höre was. Klaas! Sigis Bruder. Mein Gott, das ist Sigis Bruder. Wir müssen ihn zu Onkel Max bringen, das will er. Dein Autos, mein Junge. Na, noch Onkel Max, wir müssen ihn noch Onkel Max bringen. Los, hol die Schufkur. Der muss ins Lazarett. Na, noch Onkel Max. Er ist zu Hause in deinem Lazarett. Klaus. Mein Gott, wie das bloß passieren Klaus. Kann. Willst du nicht zu Hause Bescheid sagen? Das passieren kann. Wie das bloß passieren kann.
muss Dr. Grip anrufen. Das vor allem. Wie hat das nur geschehen können? Ich bin nicht dabei gewesen. Draußen im Moor ist es passiert, beim Tieffliegerangriff. Hilde Isenbüttel und ihr Gefangener haben ihn gefunden. Herr Leon, du weißt schon. Die haben ihn hergebracht. Auf einer Schiebkarre. Ja, Bauchschuss. Tieffliegerangriff. Draußen im Moor. Nein, er ist noch immer ohne Bewusstsein. Ja, wir warten. Bitte komm schnell. Ja. Dr. Grip. Sag mir Bescheid, wenn er da ist. Husum? Wirst du Husum anrufen? Und das Lazarett? Klaas, mach doch die Augen auf. Wir sind allein, Klaas. Was willst du denn Jens. Oh, how are you? Da draußen. Ich hab gedacht, dein Sohn ist in Hamburg, im Lazarett. Sofort ins Lazarett. Das ist die einzige Chance. Und wenn er hier bleibt? Wenn du ihn, ich meine... Nein, Jens. Warum geht das nicht? Es geht nur im Lazarett. Wir müssen ihn sofort ins Lazarett schaffen. Kannst du es nicht wenigstens versuchen? Nein. Wenigstens das?
das nur passieren konnte? Draußen im Moor? Ja, draußen im Moor. Dieser Irrsinn, Jens. Dieser verdammte Irrsinn. Was meinst du damit? Kann ich mal telefonieren, Jens? Drüben im Büro. Tag, Max. Kommt er durch? Ja, das war da. Ich könnte schlecht anrufen. Sie werden ihn gesund machen, nur damit er sein Urteil hören kann, damit sie ihn erschießen können. Das weißt du doch. Ich weiß nichts. Sind Sie schon unterwegs? Noch ist keiner unterwegs. Tja. Nun liegt alles bei dir. Ja, alles liegt bei mir und darum lass es auch meine Sache bleiben. Kann ich mit Gutung sprechen? Wenn ich mir irgendwas helfen kann? Wir müssen selbst weitersehen. Alles Gute. Tschüss, Doktor. Vielen Dank. Der Krankenwagen wird gleich kommen. Gudrun. Man muss Gudrun Bescheid sagen. Soll ich es tun? Sie ist oben im Schlafzimmer. Ich mache es. So weit muss es kommen, trotz allem, was ich ihm beigebracht habe. Er wusste, was er unschuldig war, und trotzdem. Jetzt ist es geschehen, Siggi. Jetzt können wir nichts mehr zurückdrehen. Polizeiposten Ruckpil, Jepsen. Bitte Husum, 500. Bilder, was denn für Bilder? Wie lange sagen Sie? 3 Monate. Es können auch 4 sein. So lange schreibt er schon wieder. Ich habe mal was in der Zeitung gelesen. Er hat Bilder geklappt. Objektive Simultanstruck angehabt, sowas. Ja, das ist immer das Thema. Reaktion. Krankheit, Identitätssteigerung. Reaktion auf die im Leben immer unvermeidlichen Schuldgefühle. Pulsersymptom. Ein Selbstzerstörungsschlag einfach fantastisch. Muss nur sehen. Der Junge ist ein Einzelfall. Allgemeine Erkenntnisse. Am Anfang war das Milieu meine immer. Dr. Tieder erwartet Sie bei den Werkstätten. Er wird erwartet. Wir kommen ja schon. Wie lange schreibt er nun wirklich? Meine Herren. Wo reden Sie schon? 105 Tage. Ist das wahr, dass sein Vater bei der Polizei ist? Bitte, bitte, Herr Dr. Tiede. Ist ja gut, Mann. Los, Sie, komm raus. Der Direktor wartet. Dir nicht? Wart's ab. Kannst du nicht abwarten? Nimm deine Hefte mit. Komm jetzt. Sachen. Eine Strafarbeit soll man doch wohl ernst nehmen, oder? So lang? Die Freuden der Pflicht dauern nun mal. Das müssen Sie doch verstehen. Verstehen? Was gibt's noch zu verstehen? Warte. Direktor wartet.